herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rights of the Republic Rome. Letzte Runde haben wir Kayseri, schon wieder Kayseri, erobert und machen wieder Panel Kill Kansas. Wir wollten jetzt die einfach mal angreifen, weil ist ja. Ist ja easy. Setzen wir. Und Imperium. Yes. Da hätte ich zum Beispiel jetzt auch wirklich plündern können. Habe ich gefailt. Okay, der kommt nicht innerhalb von einer Runde hierher. Das ist schon mal gut. Nächste Runde werde ich mal schauen, was hier unten ist, ob hier irgendwas ist. Gut, da werde ich mal schauen. Lateinischer Einfluss. Öffentliche Ordnung. Und Nahrung. Minus Unterhaltskosten für diese Provinz ist natürlich auch super. Rekrutierungskosten, lateinischer Kultur. Ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall auch Militär ausbilden. Ja. Hier müssen wir auch Militär ausbilden. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, Fraktion vernichtet, Sikelane. Siedlung verloren, Provinz umstritten, Armee zerstört, Haushalt erweitert. Das ist natürlich super. Das ist gut. Was kann der denn? Motivieren, sammeln, Gravitas bekommt er. Oder hier Moral und Gravitas auch. Hier bekommt er Rekrutierungskosten und Moral. Und hier bekommt er Erfahrungsränge und sammeln und motivieren. Aber schade, das kann ich noch nicht. Hier würde er motivieren, Gruppe. Aber das kann er ja eigentlich schon. Rekrutierungsrang für Ränge. Für Rekruten. Oder hier. Für schwere Waffenschiffrekruten. Aber darauf gehe ich ja nicht. Ich mache natürlich das da, weil ich kann jetzt Gruppen motivieren. Und noch viel mehr. Super. Super, super, super. Provinz unter Kontrolle, Welt der Wunder. Schon wieder. Das können wir ja alles schon wieder. Super. Jetzt bekommen wir auch nächste Runde. Bisschen mehr Kohle. Genau. Das ist die Hauptsache. Okay. 2-6 Armeen. Das wird ein bisschen happig. Triumph. Diese unermüdliche Dame hat großen Erfahrungsschatz und feilt weiter an ihren Fähigkeiten. Rang erhöht. Triumph. Dieser Mann hat. Öffentliche Ordnung. Das ist natürlich wunderbar. Du gehst. Warte, was mache ich aus dir? Was mache ich aus dir? Ich mache bei dir auch stehlen.
Weil ich die als Scout machen will. Als Scout ausbilden will. Der ist auch nicht wirklich groß. Super. Aber die kann ich ja eigentlich jetzt. Warte, wie viel? 2200. Aber dann wird nächste Runde 100 Pro eine Rebellion ausbrechen. 2200. Ah, nee. Das bringt gerade nicht sehr viel. Gerade so konnte ich es mir leisten. Hier ist noch eine Armee. Und da die bronzenen Bullen. Wunderbar. Warte, was ist hier? Plus 18, wenn ich rausgehe. Plus 6. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann kann ich hier reingehen. Das auch ein bisschen pushen. 4. Ich brauche 7. Naja, okay. Und dann nächste Runde kann ich nach Anagni gehen. Hier muss ich jetzt auch langsam aufbauen. Was erforsche ich denn gerade? Ah, die Korruption, blablub. Das bräuchte ich halt. Also jetzt, dass ich halt alles umbaue. Warte, wie lange dauert das noch? 7 Runden und da brauche ich 5 Runden. Ja, komm. Dann unterbreche ich dir mal kurz. Und ja. Gut, Krieg erklärt. Das interessiert uns gerade nicht. Erlass erteilt. Besorgt eine Bay. Siedlung erobert. Das ist herrlich. Ich habe so viele Kinder. 6 Jahre und 5 Jahre. 4. Ich wollte die eigentlich nochmal irgendwann wegschicken, aber das kostet so verdammt viel. 3500. Das habe ich schon mal gemacht, ne? Ich glaube, mit dem kann das sein. Dann muss ich eigentlich den wirklich mal zum General machen. Ah, super, 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 super. Einfach gut bringen. Öffentliche Ordnung. Das ist natürlich super. Was kann dann. Ups. Was könnte er noch machen? Diplomatie. Der ist eigentlich auch sehr gut für als Begleitung für die Armee. Kulturelle Konvertierung ist auch gut. Warte mal, was habe ich hier jetzt? Hier habe ich jetzt Römisch, das ist schon mal super. Öffentliche Ordnung ist auch gut. Dann bilde ich ihn wirklich mal auf. Öffentliche Ordnung, Ordnungstypi da aus. Genau. Plus 2 war das jetzt nochmal mehr. Ist natürlich auch super. Dann schon wieder nächste Runde. Hui, dieses Mal geht's echt zackig. Meine Hauptarmee ist natürlich jetzt auch ziemlich gut. Hui, der hat jetzt hier auch schon wieder. Ja, der ist echt eine Rebellion. Antium. Ah, da, okay. Der hat die einfach wieder übernommen. Rom. Bürgerkrieg schon wieder. Und wie hoch ist das jetzt? 0%. Hört, hört. Warte, dann schauen wir hier. Das Blut.
Das Blöde ist jetzt die Kavallerieeinheiten. Weil wenn ich das jetzt automatisch mache, dann sind die tot. Na gut. Es wird sehr schnell gehen, hoffe ich. Alter, es sind halt alle schon, also über die Hälfte sind über Gold. Herrlich, es ist so schön. Regen. Weißt du was? Ich glaube, die schießen trotzdem, also die Türme schießen trotzdem noch brennende Pfeile. Aber ich werde es mal probieren. Aber wirklich, ich glaube, die schießen trotzdem noch brennende Pfeile. Wo gehe ich hin? Hier ist ein Turm. Hier sind zwei Türme. Aber ich gehe hier hin, weil wenn ich hier den übernehme und dann hier durch die ganze Stadt gehe, dann werden die beiden noch schießen können. Das heißt, ich werde versuchen, hier das einzunehmen. Was ich gerade komisch finde, ist wirklich, dass ich nur eine Leiter habe. Das ist irgendwie merkwürdig gerade. Der General kann. Hä? Das finde ich auch merkwürdig. Wieder bleiben einfach hinten. Das finde ich gerade merkwürdig, dass mein General so. Ich bin wahrscheinlich einfach nur verwöhnt von den anderen, aber das ist doch mein Hauptgeneral, oder? Hä? Oder bin ich gerade Gaga? Ich bin gerade echt etwas verwirrt. Der hat wirklich nur einmal punktuell motivieren. Alter, ganz ehrlich, stell dir vor. Oh. Du wirst halt von so einem Steinding ja, volle Kanne getroffen. Das ist halt richtig heftig. Vor allen Dingen, das Krasse war wirklich, dass Rom nach einer Zeit angefangen hat, diese Steine wirklich zu produzieren. Und zwar mit, ja, die haben dann so ellipsenartige Steine bzw. Geschosse wirklich gegossen aus Blei. Und wow, das war richtig heftig. Das ist also, was für Schlagkraft du damit auch hast. Also, wow, das ist richtig, richtig heftig. Oh, hi. Den habe ich ja gar nicht gemerkt. Ups. Natürlich, der hat natürlich noch. Diese Garnisonsflotte. Oh, warte, du gehst mal jetzt hier hin.
Befehl. Verstanden, bereit zum Einsatz. Leichter auf Liefen. Unser General wird angegriffen. Von wem denn? Natürlich von diesem Turm, ne? Schaut euch das an. Nee. Hä? Dann von wem denn? Komischer Kraut. So. Jetzt kommt der Spider auch hoch. So. Das ist doch schön. Schieß mal auf die da. Feuert auf den Feind! Die haben die Türme schon. Okay, ich sag nichts. Ich wollte gerade sagen, die haben die schön gebufft, aber stimmt ja auch nicht, ne? Die haben nur noch 5 und sind immer noch standhaft, ne? Also, bisschen Logikfehler. Ja, jetzt ab. Ui. Das ist ja fast schon weg hier. Stellt euch mal dahin. Big Boss. Geht mal. Ach echt jetzt. Dieser dämliche Turm. Jetzt macht er halt hin, ne? Der Turm schießt halt wirklich auf den. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber das haben sie wirklich jetzt besser gemacht. Also mit der Leiter. Jetzt checken die das auch besser. Also manchmal das, also krass lächerlich. Ich fange immer jetzt an, die
jetzt anzugreifen. Der kommt auch mit hoch. Der kommt auch mit hoch. Vielleicht konzentriert er sich dann wirklich darauf, aber wohl eher nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Normalerweise mache ich das ja nicht, den General so in vorderster Front zu stellen. Aber hier kann ich das ruhig mal machen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, Steinschleuder dürfen auch hier vor. Die werden halt auch angegriffen, ne? Alter. Ups. Das ist halt echt krass hier. Schießen sie auf die Armen, oder? Auf die Kleine. Okay, du gehst auch hoch. Abgesehen davon, dass ich so hingeklickt habe. Wir haben einen Turm eingenommen. Ah, eine ganze Festung. So, jetzt Game Over. Game Over ist jetzt. Da lang. Ihr geht mal raus. Die ganzen Halbtoten gehen mal raus. Ja, auf eine Kanne drauf hier. Voll der Hammer. Ohne Amboss. So. Ja, Vorsprung. Wir haben einen Turm eingenommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Ja, passt schon. Ja, sehr viel verloren.
Ich habe 500 Leute verloren. War nicht ganz so gut, aber ganz ehrlich, warum hatte ich nur eine einzige Leiter? Normalerweise ist das auch immer eine komplette. Ach, das war sein letzter? Also, ja, klar. Das war ja. Ah nein, ich wollte. Ah, Mann. Bin ich doof. Ich wollte das. Ja, ich wollte das eigentlich brandschatzen, plündern und vergewaltigen. Gut, warte, was gibt's jetzt hier noch? Also, Bonus auf öffentliche Ordnung. 16 Rüstung für alle Einheiten, 30 Moral bei Kampf in eigenen oder Verbündeten. Belagerungsexperte. Belagerungsmaschinen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr. Moral und Angriffsbonus. 6 öffentliche Ordnung. Hunde des Molossa. Töten ist das Beste, was es gibt. Ist auch sehr gut. 16 Rüstung ist halt auch für alle Einheiten. Und 30 Moral, huiuiui. Belagerungsmaschine ist auch gut. Offensiv kämpfen. Da ist auch Angriffsbonus und hier ist für Fernkämpfer. Rekrutierungskosten, Unterhaltskosten für Einheimische. Verteidiger Roms. Okay. Ich mache aber, glaube ich, die da, weil 12 Nahkampfabwehr und Angriff. Ja. Das finde ich doch sehr schön. Okay, hier kann ich auf in die Schlacht. Kann ich da jetzt machen? Hier wäre Angriffsbonus. Und Kriegsschrei. Und Gravitas. Ja, auf in die Schlacht. Wollte ich ja von Anfang an machen und schauen, wie das ist. Gut, also 2800 habe ich jetzt. Ach, das ist so einer. Ne, den brauche ich nicht. 600. 1000. Okay, wenn er rausgeht, ist es minus 3. Und hier minus 12. Unzufriedene Bevölkerung. Aber warum? Das ist so dämlich. Okay, nächste Runde werde ich noch einen Würdenträger machen und genau, öffentliche Ordnung. Ah, ist der Typ hier da oben ja auch, oder? Das ist doch so eine öffentliche Ordnung, Heini. Ja. Der wird sich jetzt mal auf die lange Reise nach Rom machen, weil hier ist ja öffentliche Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Fraktion. Bündnis. Und bis zum nächsten Mal.